Mit dem Lenovo ThinkPhone hat Motorola auf der CES 2023 ein Smartphone vorgestellt, das sich explizit an Geschäftskunden richtet. Es kommt nicht nur im Design des ThinkPad X1 Carbon, sondern soll sich auch besonders gut mit Lenovos Notebooks nutzen lassen. Das Gehäuse ist aus Aluminium, die Rückseite aus Kohlenstofffaser. Die Verarbeitung des Smartphones ist sehr gut, das Gerät ist mit knapp über 8 mm auch nicht besonders dick. Auf der linken Seite ist ein roter Knopf eingebaut, der als Shortcut zu Apps oder Systemfunktionen programmiert werden kann. Interessant ist das ThinkPhone vor allem im Zusammenspiel mit einem ThinkPad Notebook. Dies funktioniert über ein Windows-Programm, das drahtlos das ThinkPhone erkennt und sich mit dem Smartphone verbindet, um so beispielsweise die Oberfläche zu spiegeln. Ein zweiter Modus startet das ThinkPhone als Desktop unter Windows 11. Dann können wir auf die Inhalte des Smartphones zugreifen, dafür aber eine besser für die Mausbedienung geeignete Umgebung verwenden. Ein dritter Modus ähnelt der Spiegelung, die Version unter Windows 11 lässt sich allerdings unabhängig vom Smartphone verwenden. Interessant im Geschäftsbereich könnte für manche auch die Möglichkeit sein, das drahtlos verbundene ThinkPhone als Webcam zu nutzen. Auf der Rückseite ist eine Dualkamera eingebaut, deren Hauptkamera 50 Megapixel hat. Die zweite hat ein Superweitwinkelobjektiv und 13 Megapixel. Die Bildqualität ist auf den ersten Blick in Ordnung, ohne besonders herauszuragen. Das ThinkPhone soll ein reines Business-Smartphone werden. Ob es überhaupt einen Verkauf an Privatnutzer geben wird, ist unklar. Auch einen Preis hat der Hersteller auf der CES noch nicht genannt.